Oh, Credit stehlen. Genau hier neben. Ne, ich kann es nicht benutzen. Merkwürdig. Das irritiert mich doch schon ein bisschen. Ich stehe davor. Kann ihn benutzen. Ne. Nochmal Escape. Nope. Hallo, Sergeant. Hallöchen. Wie es aussieht, gehören die jetzt zu mir. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Gucken wir mal auf die Karte. Ich sag ja, das ist ein Shop. Freite Garnison, aktuelles Ziel. Wir sollten auf jeden Fall mehr Garnison befreien. Gehen wir erstmal zum aktuellen Ziel. Vielleicht können wir danach einkaufen. Jawohl. Jawohl. Nicht ganz der Insel Porsche, den ich erwartet habe. Naja. Wir finden noch einen. Okay, Aufsätze freischalten. Aufsätze machen deine Waffe größer und besser. Du willst sie, du brauchst sie. Du kriegst sie durch. Die Feuerung von Geiselrettungen und Fahrt des Raubtiers. Na, Logo. Okay, das Sammeln von irgendwelchen Kisten. Cool, cool, cool. Geiselrettung. Deine Aufgabe bei diesem Geiseldrama ist es, irgendeinen Wissenschaftler-Typ zu befreien, indem du alle Omega-Soldaten in dem Gebiet tötest. Aber sei vorsichtig, wenn sie dich entdecken, machen sie die Geisel kälter als den Weltraum. Oh, sogar eine Schalldämpfer-Sache. Rette einen Nerd! Hey! Das bin ich! Ich muss mich selber retten. Hey, gehen wir erstmal zu dieser komischen Kiste. Kiste? Hier irgendwie. Ah. Nice. Hey, wir müssen doch irgendwie... Ich meine, der rennt zwar ziemlich schnell. Und ohne Pause, aber... Warum kriegen wir kein Auto? Okay, die Waffe habe ich schon. Hell ja, das Gebiet... hat sich, glaube ich, nicht wirklich verändert. Ich denke, die haben die gleiche Welt genommen. Und nur diese ganzen Elemente eingefügt. Wir sollten versuchen, anfangs zu schleichen. Sie die Omega Force-Soldaten lautlos. Sag ich ja. Sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Genau. Wahrscheinlich trennen die den Kopf mit einem rostigen Löffel ab oder so. Der ist wahrscheinlich auch noch stumpf. Glaub nicht, dass das professionelle Löffelanspitzer sind. Muss mal gucken, wie ich da rankomme. Wie der Wind. Da ist er auf jeden Fall schon mal der Wissenschaftler. Ich denke, ich sollte mich zu dem Wissenschaftler erst begeben. Ach komm, die können wir doch gar nicht gesehen haben. Hell yeah, ich habe Far Cry vermisst, muss ich ehrlich sagen. Es war ein ziemlich geiles Spiel. Und natürlich in meine Top 10, wozu ich Videos gemacht habe. Auf Nummer 1 gekommen. Die 20 oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. Nerdsteine, hm? Genau. Ich würde sagen, ihr geht mal hier hin. Ich hoffe, der andere Typ geht da auch hin. Na, der. Seid doch alle lame. Ja, genau du. Wenn ich dich in den... Wenn ich einen Takedown bekomme, habt ihr beide nicht zu lachen. Gott, ist die Musik nicht geil. Ist klar! Aber sowas von! Komm her! Das ist der zweite Feuermodus oder eine andere Waffe? Das muss wie eine andere Waffe. Komm schon, oh mein Gott! Wieso hat das nicht getroffen? Sniper, keine Shotgun. Oh yeah! Ja, Sniper, keine Shotgun. Haben wir denn noch? Da haben wir die Shotgun wieder. Also haben wir wieder alle Waffen. Das ist nämlich doch mal nice. Können Sie mal herkommen, bitte? Oh, und auch hier pappig werden, aber ich lasse dich gleich hier mit deiner komischen Sauerstoffmaske. Das war sehr edel von Ihnen, mein Genie zu retten.
und das war's. Jetzt rennt er automatisch selber zur Basis und auf dem Weg wird er wahrscheinlich gekillt. Reisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi-Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Genetischer Degenerierung, alles klar. Reise mit der zeitsparenden Schnellreisefunktion zurück zur Garnison und spare dir den langweiligen Teil des Weges. Knorke. Knorke, wenigstens sind die ehrlich. Oder wie ich immer sage, dufte. Hey, ich will das Herz haben. Goddammit. Ah, ich muss. Spurkorrektur. Wie bei einer Videokassette. Nach dem Kriegsspielgesetz werden Sie für alle sekundären Aktivitäten in Ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Hell yeah! Da tanzen wir erstmal drauf rum. Machen mehr Waffen mich noch stärker. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. Hey, wir sind keine Wohlfahrtsgesellschaft mehr, aber da du Wissenschaftler geholfen hast, wurde dieser Shop zur Belohnung aktualisiert. Ja, geh dorthin und kauf einen Schalldämpfer. Okay, ich bin hier. Cool. Munition, Konsumartikel. Hey, gibt's hier Schokoriegel? Ach, müssen natürlich Waffen erst wählen. Tutorial. Okay, da kaufen wir den Schalldämpfer. Fuck yeah. Naja, Körperpanzerung. Bin ich mal extrem für. Medikits kann man nie genug haben. Dass ich für jeden Scheiß immer Enter drücken muss. Terrormunition. Galeria 1991 Munition. Könnte sogar Anfang der 90er spielen. Aber das ganze Synthesizer-Dingen ist ja 80er. Und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Ach, glücklich? Da bin ich auf jeden Fall für. Schlag zu. Erreiche den Damm. Hey! Kein Insel-Porsche, aber der Inselgeländewagen. Der hat es wohl in das Spiel geschafft. Pretty epic, muss ich sagen. Okay, wollen wir noch was kaufen? Irgendwas noch mitschnabulieren? Vielleicht irgendeine neue Waffe. Benutzt, in Besitz. Ah, Moment. Das heißt, ich habe gar nicht mehr den Bogen equipped. Ja, das geht so nicht. Meine Lieblingswaffe aus Far Cry 3 muss dabei sein. Ich würde ungern irgendwas tauschen, weil alle Waffen, die ich gerade habe, sind mega effektiv. Der Bogen nicht so, aber... Fuck it. Okay, wir tauschen den Bogen für die Sniper, würde ich sagen. Oder für die Pistole. Ganz im Ernst. Hell yeah. Schön leuchtende Neonpfeile. Besseres gibt's nicht. Wir müssen immer aufpassen vor den scheiß Drachen. Aber mich würde echt mal interessieren, wo diese ganzen Tiere sind. Hier haben wir welche, da haben wir welche. Ich denke, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen, gehen wir nochmal jagen. Hier können wir die annehmen. Cool. Laservisier. Okay. Einige hinterlistige Kasuaren rebellieren. Töte ihren Anführer. Ah. Bitte. Schräge Vögel. Ich erinnere mich nicht, eine Ebola-Kultur bestellt zu haben. Allerdings weiß ich auch nicht mehr, was ich tue. Ist das weit entfernt? Nö. Wir müssen noch nicht mal auf den Drachen aufpassen, ist eine coole Sache. Schön mit dem Bogen gehen wir wieder auf Jagd. Ich finde das so geil, wir sind hier total irgendwie in der Zukunft, laufen trotzdem im Busch rum und jagen Viecher. Wie episch ist das denn? Ah, hier kriege ich meine Ausrüstung. Wie lame. Ja, das hat sich nicht geändert. Na gut, wir müssen diese Waffe benutzen. Cobra-Con. Das ist ein ziemlich cooler Name. Hallo? Oh mein Gott, die Viecher sind total mutiert. Was haben die denn gefressen, als dieses Spiel gestartet ist? Die greifen mich sogar an. Normalerweise laufen die weg. Alter. Ich sag doch, die Viecher laufen weg. Versteckt sich hinter dem Baum. So.
So. Okay, wo lag hier das Viech? Ich verliere den mal so schnell aus den Augen. Oh, fuck it. Finde und erlege den seltenen Kausa. Ne, Kasua. Mit dem Cobra-Con. Wir müssen diesem Viech auflauern. Ich finde das so geil. Alle Tiere sind hier mutiert. Die haben irgendwelche Cyberchips-Implantate-Dinger bekommen. Das ist Wahnsinn. Dass die so heftig drauf sind. Guten Far Cry 3 gab es auch Viecher, die ihn angegriffen haben. Aber da ist das Ding. Ja, ja, ja. Ich hätte Bock, die alle in die Luft zu jagen, irgendwie. Nee, ein Herz will ich nicht werfen. Was ist das? Friss. Kommen die jetzt hier hin? Ich hoffe nicht. Wie wär's denn hiermit? Ihr Bitches! Yeah! Alle gekillt! Außer den. Oh mein Gott, ey, selbst die Skelette haben irgendeine Cyber-Ausrüstung an. Fuck yeah, es ist Wahnsinn. Das heißt, selbst in der Zukunft, wenn Tiere Cyber-Chips implantiert haben, wir müssen die fressen. Ich kann mir nichts Nervigeres vorstellen, als auf irgendwelchen Elektrochips rumzukauen. Sag mal, wer geht mir hier auf den Sack? So, hier. Boom! Fear me! Der Bogen der Verdammnis. Ne, sagen wir den Neonbogen der Verdammnis. Okay. What the hell? Ah, die verfolgen einen wieder. Steckt aus dem Auto und überlebt das. Au. Ich soll mal richtig cool sagen. Au. Na, 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 wer weicht denn hier so blöd aus? Ganz plattes. Sieh mal, scheiß am Stiel. Ja, würde ich auch so sehen. Die Viecher noch können mit denen noch irgendwas machen, nämlich die Herzen rausreißen. Wie ist es mit dem? Na voll. Oh. Du gehst nur drauf. Oh. Wir gehen weiter. Böse. Klar, wir sind das pure Böse. Muss hier lang. Komm, steigen wir ins Auto. In den wunderbaren Jeep, Geländewagen-Dingens. Fahren sich genauso wie in Far Cry 3. Kein Unterschied. Sau cool. Komm, den scheiß Berg hoch. Voll runter. Wow! Die erste Fahrt ist ja gut verlaufen. Oh shit, ich steck nicht mehr fest. Ja. Okay, das üben wir nochmal. Okay, was ich jetzt noch machen möchte, sind Pfeile kaufen. Boah, 20 pro Stück? Teuer, aber ich bin dabei. Hat sich irgendwie gar nicht gelohnt, aber egal. So, wir stehen hier. Wir müssen zum Damm. Jetzt üben wir nochmal ganz langsam das Fahren. Ich glaube, der Typ hat seinen Führerschein verloren nach Far Cry 3. Wahrscheinlich ist das sogar Jason. Ich glaube, der ist Jason, der Held von Far Cry 3. Ich bin ganz sicher. Mal ganz im Ernst, wer Insel-Porsche fahren will, der setzt sich rein. Oder den Geländewagen. Der fährt einfach. Gibt einfach nur Gas. Oh, und fährt wie ein totaler Bekloppter. Shit, ich muss ans Geschütz. Das Ding hat kein Geschütz. Ich booste euch weg. Komm schon, Shotgun Time. Wie wär's denn hiermit? Oh, es gibt eine Explosion. Scheiß auf mein Auto. So, wer möchte nochmal die Shotgun spüren? Sprung! Oh! Ha! Donnerbüchse. Rennen wir da hin. Wie, da sind noch mehr? Hey, das nutzen wir aus. Die kommen alle hingelaufen. Hier kommt man dem Stein nach.
Hört der Idiot natürlich nicht. Sprung! Oh, leider nicht verreckt. Das habe ich immer schon gehasst. Die sind richtig stark im Nahkampf in Far Cry 3. Gut, kaum, das ist tot. Wenigstens das Ding ordentlich Munition. Gib mir dein Herz. Noch ein Idiot. Ja. Büchse. Der hatte nicht wirklich eine Chance. Dankeschön. Oh, wie viele sind denn hier noch? What the hell? Der Typ scheint stark zu sein. Hier ist irgend so ein Fernseher. Oh shit, wie viele sind denn hier? Komm schon, werf jeden Stich. Ich bin im Wasser. Oh mein Gott. Wow. Ah, komm schon. Boah. Hell yeah. Gut, kaum, das ist tot. Und alles brennt natürlich. Ow. Bam. Boom, Kopfschuss. Hell yeah. Boom, Headshot. So ist das Ding. Nicht, dass der schöne Fernseher noch verbrennt. Weißt du, so langsam gefällt mir das. Ach, wunderbar altes TV-Gerät. Ich hatte zwar nie so ein Ding, aber ich habe sie damals gesehen. Und ich komme keine Idioten mehr. Ich finde das nett, dass er so schön rennt. Der hat sogar richtig schöne Öffnung dafür. Ohne Mist. Wenn ich hier gleich so ein Cyberschwein sehe, da hinten sehe ich welche. Wenn die irgendwelche Implantate und rote Augen haben, dann verliere ich alles. Dann drehe ich durch. Oh, die haben ja nichts außer eine Bemalung und greifen mich an. What the hell, ey. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was steht denn da drauf? Sloan? Da bekämpfen die Schweine. Ich werde nicht mehr. Donnerbüchse. So, jetzt erstmal in Ruhe lesen. Sucks. Was steht da? Sloan Sucks. Nicht schlecht. Zugegeben, er suckt ultra. Naja, kommt schon her. Boah, wirklich in jeder verfluchten Ecke. Wer ist denn damit? Oh yeah! Explosionen sind schick. Die Shotgun ist so geil. Ich kann so nah rankommen. Ultra schießen, Schaden machen ohne Ende. Gut, kaum, das ist tot. Oh ja, sitzt hier gerade Fistpumping, breites Grinsen auf dem Gesicht, weil es einfach so episch ist. Es gibt hier einen Paraglider. Okay, sind in der Zukunft und haben Paraglider. Gucken, ob wir damit irgendwie zum Dank kommen. Dam, 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 dam. Wo ist überhaupt der Scheißdamm? Ich lauf hier? Bitte um Danken, Mann. Damm, da, damm. Ey, das ist derselbe Damm. In Far Cry. Ja, hier sind wir doch irgendwie so hochgekommen, aber da ist jetzt, glaube ich, Wasser. Vielleicht haben wir das ein bisschen geändert. Doc, ich bin beim Damm. Alles Gute kommt von oben. Jede Einrichtung hat ihre eigenen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht. Ah, ich habe gar keinen. Okay, ich hab's überlebt. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay, ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel: C4000 beschaffen. Okay, und das soll angeblich hier sein. Moment, Viecher? Viecher? Nö. Ist hier so eine... Ja, ich wollte schon sagen, hier ist so eine dämliche Höhle. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als Sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern, der Zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass Sie uns wieder retten. Aber natürlich, das werden wir schon hinkriegen.
Mission, erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Ich würde mal sagen, wir legen das Fundament. Kybernetische Hunde entdeckt. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Lame! Robohunde! Wahrscheinlich riechen die sogar noch besser durch irgendwelche Implantate. Um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Das ist natürlich immer eine Idee. Die Herzen helfen bei allem. Da ist Sven. Der ist markiert. Der ist markiert. Nee. Lö. Wir legen den Grundstein. Vielleicht den da oben? Vielleicht lautlos. Der wundert sich. Oh, du kannst auch mal sterben. Toll, ich schieße da ganze Zeit auf diese Barrikade. Jetzt sind sie auf mich aufmerksam geworden. Ihr seid doch alle Lämmer. Ich dachte schon, es leidet da runter. What the hell, ey? Ich hab gegen das Geländer geschossen. Jetzt haben wir natürlich den epischen Alarm. Fuck, ja, legen wir los. Ich bin nur voll in die Action. Hallo, lass das mal hier liegen, ne? Ja, der hatte nichts gegen. Ich hab's gemerkt.